Leute, erstmal guten Tacho. Guten Tacho vor allen Dingen. Erstmal herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog mit der Harley, angemeldet, getüft, importiert und so weiter. Ich habe die Papiere jetzt, warte mal, wir haben jetzt Mittwochmorgen, konnte ich sie abholen, wir haben heute Samstag. Und jetzt fahre ich dann erstmal mit meiner Harley zu den Jungs aus meinem Club. Und ja, bin mal gespannt, wie sie so ankommt. gestern schon das erste Mal damit zur Arbeit gefahren. Also gestern, die 97 Kilometer sind die ersten, die ich jetzt gefahren bin. Und ganz gemütlich auf der Autobahn, schön hinterm LKW, ganz vorsichtig erstmal, um zu gucken, wie sich das Teil verhält und so weiter auf ein paar Kilometer. Jetzt fahre ich auch wieder 50 Kilometer erstmal. Warte mal eben den Choke raus, weil sonst ist sie so zickig. Auf jeden Fall ein ganz anderes Gefühl als meine anderen Motorräder. Ich hatte gestern eigentlich nur ein Dauergrinsen. Dauergrinsen im Gesicht. Es ist schon sehr, sehr, sehr geil. Jetzt habe ich vergessen, den Lenker ein bisschen nach vorne zu kippen. Der muss noch ein Stückchen weiter nach vorne. Der ist nämlich zu weit nach mir. Also zu weit zu mir verbaut. Aber gut, das kann ich auch noch machen, die Tage irgendwann. Jo, also ich bin wirklich sehr begeistert. Klar, das hat jetzt alles noch mal ein bisschen gedauert. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, 3 unterschiedliche Auspuffe bestellt, bis das mal hingehauen hat, dann das Thema mit den ganzen TÜV-Geschichte. Gut, das hat jetzt dann auch nur 1,5 Wochen gedauert, aber es hat halt eine Stange Geld gekostet. Waren jetzt nur TÜV, also Datenblatt plus TÜV und Einzeleintragung von dem Lenker. Der hat mir sogar die E-Nummer von dem Auspuff direkt in den Fahrzeugschein damit reingeballert. Fand ich gut. Mit dem Auspuff, da bin ich auch noch nicht ganz fertig. Da muss ja noch eine Halterung gebaut werden und ich werde den wahrscheinlich den Krümmer ein Stückchen kürzen müssen, damit ich den Auspuff, der hat ja hinten, der ist ja so, der ist ja nicht, ihr habt das ja gesehen, wenn man den dreht, sieht er halt besser aus und da dann die Halterung an der Schlinge im Weg ist, werde ich den Auspuff um, weiß ich nicht, 2 Zentimeter oder was kürzen, damit ich die Halterung da benutzen kann. Und das werde ich aber auch in dem Video machen. Und zum Auspuff, da habe ich mir noch so einen DB-Killer bestellt, einen anderen, damit da ein bisschen mehr Sound rauskommt. Obwohl sich das jetzt nicht schlecht anhört. Ich habe das Gefühl, jetzt nach 100 Kilometern hört er sich schon besser an als vorher. Also hier im Helm, da ballert es schon ordentlich. Ist auf jeden Fall ein ganz anderer Sound, eine ganz andere Geräuschkulisse als mit meinem anderen Eisenschwein. Wobei das alte Eisenschwein hiergegen ja eher ein Küken ist, vom Gewicht her. Hier sind ja nochmal locker 100 Kilo mehr oder so. Also das ist hier the real Eisenschwein. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall bin ich mega, mega happy. Also auch gestern auf dem Weg zur Arbeit oder gestern Abend auf dem Weg zurück auf jeden Fall, wo es dunkel war. Ich hatte mein Gänzlerhelm, also mein, ne? Die Schale und nur die Sonnenbrille mit. Ich hatte nicht diese helle Brille mit den hellen Gläsern für abends im Dunkeln und dachte mir schon wieder, oh Scheiße. Aber ich habe ja hier diese Zusatzscheinwerfer, die habe ich angemacht. Und dann habe ich keine Probleme gehabt mit Sehen. Also Licht ist genug da und wahrscheinlich sogar, wenn ich kein verdunkeltes Visier hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, bis nach Spanien sehen können, gefühlt. Apropos Spanien. Die Harley ist ja ein Import. Sozusagen eigentlich auch ein USA-Import, aber über Umwege. Und zwar, ich habe diesen mit dieser FIN-Nummer so eine Abfrage gemacht. Die hat mich zwar ein paar Euro gekostet. Ich glaube, ja, war das 10 Euro oder so, war jetzt nicht viel. Aber da konnte man halt sehen, wegen Unfallschäden oder so aus Amerika. Aber da war gar nichts, aber man konnte sehen, Farbe und so weiter. Und also, ne, wie man das so kennt. Ah, fahren wir hier lang. Dann konnte man aber auch sehen, dass die von Spanien aus, mit Datum allem drum und dran, von den USA aus nach Spanien importiert wurde. Also die ist eine Zeit lang in Spanien gefahren. Also El Harley, nee, El Harley war in Spanien unterwegs. Von da aus ist sie in die Niederlande gekommen und jetzt bei mir hier in Deutschland in den Ruhrpott. Also hat auch schon eine Reise hinter sich, obwohl sie gar nicht so viel Kilometer runter hat, irgendwie knapp über 30.000 Kilometer. Und
Ich musste jetzt auch nicht so viel umbauen für den deutschen TÜV. Ich musste eigentlich nur, also für die deutsche Zulassung jetzt allgemein, musste ich nur den Auspuff, weil da keine mit E-Nummer drauf war, und die Spiegelgläser, das war's. Der Rest war schon alles umgebaut, wie Tacho und so weiter. Ah, Leute, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll, ey. Ich bin so froh, dass alles funktioniert hat. Ich bin so happy mit dem Teil. Na gut, ich bin jetzt erst einmal gefahren, heute fahre ich das zweite Mal, das so gesehen richtig. Also, so ein richtiges Urteil kann ich mir noch gar nicht fällen, aber das ist einfach krass, auf so ein Ding zu fahren. Ich weiß noch gestern, als ich dann von der Arbeit aus dann nach Hause gefahren bin, auf der Autobahn, das hat sich irgendwie so anders angefühlt, so. Man hat sich vorgestellt, man fährt so über so einen amerikanischen Highway da, so ein ultra breites Ding, auf so einer fetten Harley. Und das ist ja eine fette Harley, da kann man ja nichts anderes sagen. Das ist ja schon ein richtiger Brecher. Eins, was mich so ein bisschen stört, was ich aber auch trotzdem schon ein paar Mal benutzt habe, ist die Schaltwippe hinten. Ich habe gesehen, bei Thunderbike gibt es hier, da kannst du das einklappen. Oder ich werde die vielleicht abbauen, die hintere, weil irgendwie stört die mich ein bisschen. Und ja, hier gibt natürlich mehr Hitze ab als meine anderen Motorräder. Obwohl die natürlich auch schon ziemlich heiß sind, aber die Harley, die ist mal ein richtig heißer Feger. Übrigens. Oh, geil. Ey. Oh, ist noch nicht warm genug. Jetzt einfach ganz gemütlich mal Richtung Strahlentuckern hier. Und genau, weil ich auch noch sagen wollte, das hat auch noch gestern der Rüsseldüse noch unter meinem letzten Video jetzt geschrieben, dass die Harley noch gar keinen Namen hat. Ja, ihr wisst den Namen nur noch nicht. Der Name der Harley. Also bis jetzt hat ja jeden Namen für mein Motorrad oder meine Motorrad hat ja meine Frau ausgesucht. Und auch der Name kam mir in den Sinn. Und zwar, die Harley heißt Holly. Wir haben sie Holly getauft. Und ja, ich denke, morgen machen wir unsere Tauffahrt, meine Frau und ich, mit Holly. Sonntag, wenn es, ja, morgen soll ja auch trocken sein, hoffe ich. Und bin mal gespannt, ob meine Frau sich hier drauf auch wohl fühlt. Hier ist ja heute auch Veranstaltung, aber kann ich leider nicht hin. Die haben heute auch irgendwie so Harley-Dings irgendwas. Wäre natürlich auch geil gewesen für ein Video heute, aber wir haben heute Clubabend. Das ist ja manchmal oft so, da gibt es so viele geile Events, wenn ich denn auch mal Zeit habe und so. Und dann, ja, dann muss ich dann aber auch mal mit dem Club wegfahren. Und ich verpasse auch viele andere Sachen, die ich gerne sehen wollen würde. Und da ich schon manchmal so wenig Zeit habe, dann will ich dann auch mal mit meinen Jungs mitfahren. Falls da draußen von euch ein Interesse hat an meine Wilma quasi, oder auch an der VN, obwohl die quasi schon eine haben wollte. Ich weiß nicht, wenn er die noch haben will, soll er sich mal bitte nochmal melden. Ich habe keinen Bock, da immer hin und her zu rennen. Obwohl ich von vornherein gesagt habe, sowieso erst ab Mitte, Ende September ist meine Shopper zum Verkauf. Weil die brauche ich vorher noch für was Wichtiges. Wenn da auf jeden Fall einer Interesse von euch hat, dann ja, meldet euch bei mir. Die kann sofort mitgenommen werden. Die ist auch noch angemeldet, die kann also nach Hause gefahren werden und ihr meldet die dann ab. Das wird dann alles vertraglich festgeregelt, festgehalten und fertig, Ende, so wie man es kennt. Ja, Leute, in dem Sinne sage ich dann mal, haut rein, bis zum nächsten Video und haltet die Ohren steif. Kanal abonnieren, Video liken oder nicht liken, macht was ihr wollt. Hauptsache, ich habe meinen Kanal abonniert und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein!